Konnichiwa, Bitches, und willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall The Longest Journey. Wir haben beim letzten Mal Brian Westhouse wieder getroffen und sind gerade noch im Gespräch mit ihm und müssen uns jetzt entscheiden, wie wir auf ihn reagieren. Es ist großartig, Brian Westhouse wiederzusehen. Westhouse war ein Freund, aber das war vor langer Zeit. Warum tauchte er hier plötzlich auf? Uff, offen, vorsichtig, misstrauisch. Er war... ich habe die ganze Story vom ersten Teil jetzt noch nicht drauf, aber was ich bisher von ihm da gesehen habe, war eigentlich versoffen, aber eigentlich ganz nett. Also, uff, und er wirkt ja jetzt auch irgendwie, und ich glaube, April ist auch nicht so die offene Persönlichkeit. Sind wir einfach mal ein bisschen vorsichtig. Ich dachte, du wärst tot. Wie ist es dir ergangen? Ich schätze, ich hätte tot sein sollen. Als die Tyran Mercuria überfielen, war ich ein betrunkener Chaot. Ich brauchte ein paar Tage, um überhaupt zu kapieren, was geschehen war. Ich verschwand und nachdem alles vorbei war, nun, da war ich schon unterwegs. Und ich sagte mir, ich könnte so weitermachen und die Welt außerhalb der Stadt ansehen. Und außerhalb der Flasche. Aber was war mit dir? Ich dachte, du wärst schon lange fort. Zurück in Stark oder tot. Hab das Gleiche wie du gemacht. War viel auf Reisen. Du hast dich eindeutig verändert. Wir haben uns wohl beide verändert. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Uiuiui. Ich bin noch immer nicht überzeugt. Ich glaube, dass er nicht für die Asadi arbeitet. Ach komm, wir vertrauen ihm. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Tut mir leid, dass ich so misstrauisch bin, Brian. Aber ich habe meine Gründe dafür. Ich verstehe das. Ich glaube selbst nicht an Zufälle. Und ich bin sicher, dass es einen guten Grund gibt, dass wir auf diese Art aufeinander gestoßen sind. Nun, was machst du denn hier im Journeyman? Hab nur alte Jagdgründe wieder besucht. Und hoffte natürlich auf einen Becher von Benreams gewürztem Wein. Wie geht es dir denn selber? Alles in Ordnung. Ich bin nur für ein paar Tage in der Stadt. Noch erstaunlicher, dass wir dann zufällig aufeinander gestoßen sind, was? Ups, da bin ich gegen den Tisch gestoßen. Irgendwie bin ich jetzt so weiter unten in der Kamera. Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade mal unterbreche, aber das gefällt mir nicht. Da muss ich gegen vorgehen. Vielleicht könnte Westhouse mir helfen. Mich interessiert herauszufinden, wo er gewesen ist. Ja, finden wir doch erstmal raus, wo er gewesen ist, bevor wir ihn um Hilfe bitten. Du bist also während der letzten 10 Jahre unterwegs gewesen. Ja, und ich habe vor, noch für die nächste oder die nächsten beiden Dekaden unterwegs zu sein, solange ich gesund genug dazu bin. Die Welt ist faszinierend. Du wirkst so energiegeladen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Jünger, gesünder, glücklicher. Ich fühle mich fantastisch. Davor war ich nur wütend und verbittert. Wütend auf mich selbst und dass ich in dieser Welt festhing. Nun, ich sehe Arcadia nicht mehr als ein Gefängnis. Ich sehe es als eine Möglichkeit zu wachsen, zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Ich habe vergessen, warum ich die Zwischenwelt einstmals durchquerte. Ich wollte dorthin, wo nur wenige zuvor gegangen waren, wo es noch immer unbeschrittene Pfade gab. Mein Heim zu verlieren, gezwungen auf der Flucht zu sein, das war sicher ein Erwachen. Und ich hatte es auch bitter nötig. Da wir von Fügungen sprechen, vielleicht kannst du mir mit etwas helfen. Selbstverständlich. Was brauchst du denn? Es ist etwas in Gange. Etwas, das Auswirkungen auf beide Welten haben könnte. Warum, Miss Ryan, scheinst du immer wieder in solche Dinge reingezogen zu werden? Kannst du etwas präziser werden? Es ist mehr ein Gefühl. Ich suche nur nach Bestätigungen dafür. Oder besser, nach Beweisen, dass ich mich täusche. Ich muss mit dem Guardian sprechen. Wer könnte dir besser sagen, ob etwas in der Balance passiert ist? Warum reist du nicht dorthin? Ich kann nicht. Ich habe die Kraft verloren zu reisen. Allerdings war es wohl noch nie sehr einfach, in das Reich des Guardian zu gelangen. Um ihn also zu finden, brauche ich etwas Hilfe von jemand anderem. Dem Weißen Drachen. Ah ja, ich kann mir vorstellen, dass sie dir ein paar Tipps geben könnte. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Sie könnte überall sein. Nein, nein, ich weiß, wo du sie finden könntest. Ich habe einen anderen Reisenden getroffen. Einen Dolmary von Rose Court auf einem Schiff von Gea nach Irhard. Vor nicht langer Zeit.
Er erzählte mir, dass er in der Bibliothek des Dunklen Volkes war. Nicht viele Leute dürfen dort hinein. Es ist ein großes Privileg. Während er dort war, sagte er, traf er eine bleiche, weißhaarige Frau, die sich selbst als die Weise der Drake-Kin vorstellte. Nun, ich weiß nicht, ob sie noch immer dort ist oder wie du zu der Stadt des Dunklen Volkes kommst. Aber ich denke, dieser Hinweis sollte dich auf den richtigen Weg lenken. Das tut er. Danke, Brian. Das war sehr hilfreich. Schön, dass wir uns einmal wiedergesehen haben. Wirst du länger hier sein? Noch eine Woche vielleicht. Genügend Zeit, um Freunde zu besuchen und ein paar Dinge mitzunehmen, die ich anderswo in dieser Welt nicht bekomme. Danach geht es wieder hinaus aufs Meer. Ich habe vor, nach Osten zu reisen, vielleicht einen Walreiter zu überreden, mich mit auf eine Jagd zu nehmen. Klingt aufregend. Pass auf dich auf, Brian. Du auch, Miss April Ryan. So, ich habe etwas mit dem Wirt zu erledigen. Dem Wirt? Na, wie geht's, Ben Ream? Hast du einen Becher oder zwei von deinem gewürzten Wein übrig? Für einen alten Trunkenbold? Soweit ich mich erinnere, Westhouse, schuldest du mir noch Geld von vor dem Krieg. Meine Güte, du hast das Gedächtnis eines Stickman, Mrs. Salmon. Ich habe diesen Ort ehrlich vermisst. Zur Hölle, du hast wahrscheinlich recht. Dann schulde ich aber noch eine Menge anderer Leute Geld. Nun, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse, also musst du mir das auch noch anschreiben. Aber morgen bekomme ich etwas Gold. Alte Schulden. Und dann bezahle ich alles. Morgen? Das wird eher der Tag sein, an dem die Azadi aufspringen und plötzlich verschwinden. Zuerst das Geld. Gewürzter Wein danach. Du bist eine harte Frau und ich respektiere das. Ah, ich muss dir von dieser Taverne erzählen, die ich in einem Städtchen nahe Altaban besucht habe. Ah ja. Also trinkt er wohl immer noch gern. Brian Westhouse. Er sieht jünger und gesünder aus als noch vor 10 Jahren. Ja, das ist doch schön. Und was machen wir jetzt? Ben Ream hat ein hohes Risiko auf sich genommen, um der Rebellenbewegung zu helfen. Ja, deswegen ist sie ja auch ein Risiko. Ich bin hier immer noch irgendwie... Dass sie diesen vermummten Kerl nicht gesehen hat, der ja eigentlich... Ne, sie stand ja hier und er ist hier durch die Tür gegangen. Wie kann sie den denn nicht gesehen haben? Vor allem, sie sagt ja, da war niemand. Also, Das heißt das, wir gehen jetzt... Scheinbar gehen wir jetzt. Na gut. Wohin eigentlich? Was haben wir denn jetzt vor? Das war gerade irgendwie wieder viel zu viel Input. Ach, guck mal. Was bist du denn? Du hast voll die geile Mütze auf, Mann. Es ist nur ein Kind. Ja und? Der hat eine lustige Mütze. Als ich aufwuchs, wollte ich immer ein Soldat sein. Mit Uniform und allem. Tja. Du wächst aber doch hoffentlich immer noch auf. Hoffentlich nicht, dass der so klein bleibt. Wobei das die Mütze erklären würde. Und die Straße hier, war die vorher schon wieder frei? Ich weiß es nicht. Waren wir hier schon mal? Hier sind die Häuser irgendwie schräg. Für die besten Ach, Schränke, guck. Magischen Zutaten und Unterordnungsamulette. Hübsch. Entschuldigung. Was bist du denn? In diesen Tagen sieht man nicht viele Sied Besuchen in Makoria. Zauberladen für die besten Tränke, magischen Zutaten. Da labert mir schon wieder dauernd in dazwischen. Old Town ist zu bevölkert. Für so viele Leute wurde es sicher nicht erbaut. Und was ist mit dir passiert? Was ist mit der... Einst gab es Tausende von Dolmeri in Makoria. Heutzutage wird man sie nur noch in Old Town finden. Und es gibt nur noch wenige von ihnen. Was wollen die Azadi von uns? Warum lassen sie uns hier hängen? Wir haben ihnen nichts getan und wir sind nun mal, wer wir sind. Tja, weil die Azadi irgendwie Anazi sind oder so. Er ist ein Dolmeri und deshalb muss er innerhalb der Mauern des magischen Ghettos leben. Andernfalls würde er verhaftet werden. So. Du bist auch so ein Sied? Er ist ein Sied. Dieser Tage gibt es immer weniger von ihnen. Die meisten haben die Stadt verlassen und sind nach Osten gegangen. Die Altstadt ist kein schlechter Ort. Wenn uns nur die Azadi wieder verlassen würden, wie sie es ankündigten. Ich glaube, das wird nicht passieren. Nicht von alleine. Mit ihr habe ich noch nicht geredet. Hallo. Besuchen Sie Europas Zauberladen. Die Zustände im Ghetto sind nicht schlecht, wenn man alles zusammennimmt. Wir haben Nahrung und Wasser. Es gibt Medizin und Kräuter für jeden. Was uns fehlt, ist die Freiheit. So,
Sie haben offenbar die blaue Flamme, die hier in Oldtown seit bestimmt 1000 Jahren brennt, am Leben erhalten. Sie ging nicht einmal aus, als die Tyren die Stadt beherrschten. Okay, das sieht komisch aus. Tränke, Kräuter, seltsam geformte Plätzchen. Alles, was Zauberer, Hexen oder Kampfmagier benötigen. Nur mit den feinsten organischen Zutaten hergestellt. Elkwangblasen, Rattenschwänze, dumm. Hippie. Entschuldigung. Moment. Dieser Mann, er sieht sehr vertraut aus. Warum denke ich an Rolltreppen? Was? Gütiger Gott. Roper Klecks? Zu euren Diensten, Milady. Was kann ich für euch? Moment, ich kenne dich. Aber woher? Ich... April. April Ryan. Oh, also... Wie schön, dich zu sehen. Wie bitte? Es ist lange her, meine Schöne. Viel zu lange. Ja. Oh, ich schätze, es ist lange her. Was hast du so getrieben? Dies und das. Wie wunderbar. Was mich angeht, ich bin rehabilitiert. Ja, man kennt ihn auch noch aus dem ersten Teil. Ich glaube, das wird sich dann im Laufe des Gesprächs einigermaßen auflösen, wer er war. Auf eine lustige Art. Es gibt kaum etwas, das mich weniger interessiert, wie oder warum er rehabilitiert wurde. Wie kann ein böser Zauberer rehabilitiert werden? Rehabilitiert? Wie das? Von dir anständig verprügelt zu werden, war das Beste, was mir je passiert ist. Oh, wirklich? Oh ja. Es gab mir Perspektive. Zeit nachzudenken. Als ich endlich diesem verflixten Gerät entflohen war, trat ich dem AHHH bei. Oh. Die anonymen, hinterlistigen Hexen und Halunken. Eine unglaubliche Hilfsorganisation für zaubernde Profis. Ach so. Es half mir ungeheuer, andere zu finden, die mein Gebrechen teilten. Dein Gebrechen? Meine Vorliebe für böse Taten und das Erlangen der Weltherrschaft. Das bekannte BTEW-Syndrom. Ich verstehe. Und nun? Geheilt! Ich bin frei von meinem Drang zu erobern und zu beherrschen und ich erfreue mich eines Daseins als einfacher Händler und publizierender Autor. Ich schätze das. Das ist gut. In der Tat, das ist es. Nun, April Ryan, gibt es irgendetwas, das ich für dich tun kann als Gegenleistung für deine Hilfe damals? Hilfe, sagt er. Ach, großartig. Ich hasse es, das zu sagen, aber ich brauche wirklich eine Rechenmaschine. Ich bin neugierig, was ist mit dieser Rechenmaschine? Was aus dieser Rechenmaschine? Ach so, ich bin neugierig zu erfahren, wie er aus dieser Rechenmaschine herauskam, in der ich ihn vor 10 Jahren einsperrte. Ja, stimmt, ich glaube, sie hat ihn in so einen Taschenrechner reingesperrt oder so. Die Zeit zu gehen ist auf jeden Fall noch nicht. Frag mir erstmal nach der Rechenmaschine. Wie bist du aus diesem Rechner, in dem ich dich eingesperrt habe, herausgekommen? Habe höhere Trigonometrie erlernt. Danach war es leicht, die Wurzel aus Pi mit dem Volumen meines mathematischen Gefängnisses zu multiplizieren. Oh, das klingt kompliziert. Hat mich 5 Jahre gekostet, aber ich habe dabei ein paar wichtige persönliche Erfahrungen gewonnen. Ich hatte selbst Zeit, ein Buch zu schreiben. Alles bestens. Ja, dann fragen wir doch direkt mal nach dem Buch. Autor da sein, was auch immer. Du hast sowas gesagt wie, dass du Autor wärst? Ein Buch habe ich herausgebracht, vor ein paar Jahren. Abschied von meinem Zauberer-Dasein von Roper F. Klecks. Und wofür steht dieses F? Für nichts. Es sah einfach besser auf dem Cover aus. Wie auch immer. Leider stellte sich heraus, dass der erste und einzige Druck ein kleines Problem hatte. Ein kleiner Zauber schlich sich auf Seite 108 ein. Wenn ein Leser diese Seite erreichte, explodierte das Buch, wie das Schicksal es wollte. Und du hattest nichts damit zu tun? Ich? Nicht im geringsten. Ich wurde von allen Ansprüchen Dritter freigesprochen und jede einzelne Anzeige wurde vom Magiergericht abgewiesen. Ich bin völlig unschuldig. Ja. Das bedeutet, dass nur noch ein einziges Exemplar von Abschied von meinem Zauberer-Dasein von Roper F. Klecks existiert. Und das ist meines. Ich habe es entzaubert und die Seite 108 ist nun völlig gefahrlos lesbar, falls es dich interessiert. Da bin ich nicht ja beruhigt. Wirklich. Nein. Ja, ich hasse es, das zu sagen, aber ich brauche wirklich seine Hilfe. Nun, eigentlich brauche ich tatsächlich Hilfe. Großartig. Was auch immer die Frau braucht, die mein Leben verändert hat.
Ich suche nach einer Möglichkeit, in die Stadt des dunklen Volks zu gelangen. Alte Freunde besuchen, stimmt's? Deine Abenteuer sind Stoff für Legenden, April Ryan. Übrigens, hast du je dieses Pamphlet gelesen, das sie herausbrachten? Das mit den amüsanten Zeichnungen. April, Reisboot und der Stab der Freude. Unglücklicherweise nicht. Ah, ich werde nie diese Illustration vergessen, wo die Dolmery Lady den Stab der Freude nimmt und ihn direkt in... Wie auch immer. Was diese Stadt des dunklen Volkes angeht. Ah ja, was hast du dort vor? Ich muss ihre Bibliothek besuchen. Die Bibliothek? Ja, sicher. Sie sind Sammler, dieses dunkle Volk. Sie sammeln alle Arten von Wissen. Arkanes, verbotenes Wissen. Wie auch immer der Zufall will es, dass im Hafen just ein Schattenschiff festgemacht hat. Ich bin sicher, sie würden die berühmte April Reisbrot... Ich meinte April Ryan. Und sicher werden sie dir eine Passage zu ihrer Stadt gewähren. Sehr gut. Ich danke dir. Ich vergaß was. Nee, das haben wir nicht vergessen. Zeit zu gehen. Danke. Zu euren Diensten, Milady. Falls du je einen Trank oder einen Talisman brauchst, besuche Ropas Zauberladen. Werden wir tun. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich habe leider auf YouTube, das kann ich jetzt mal kurz anbringen, ich habe leider auf YouTube kein komplettes, gutes Let's Play zum ersten Teil gefunden. Aber wenn ihr mal bei Google einfach Let's Play Import eingebt. Das ist so eine kleinere Let's Play-Seite, die machen das irgendwie nur so zum Spaß und das ist auch nicht wirklich... Also der Let's Play ist nicht wirklich gut, wenn ich das so sagen darf. Also ne, die Stimme ist halt ein bisschen träge und ein bisschen nee. Aber wenn ihr es nicht selber spielen wollt und einfach ein Let's Play dazu angucken wollt, dann geht mal auf letsplayimport.de, also mit einem T, glaube ich. Also Let's Play, ne, zusammen und dann IM und POT. Einfach mal gucken. Ich gucke das da nämlich auch momentan, weil ich auch zu faul bin, das zu spielen und das auch nicht Let's Playen will, weil es irgendwie einfach nicht meine Art von Spiel ist. Es ist einfach, keine Ahnung, zu alt für mich. So. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt zum Hafen. Ich habe keine Ahnung, wo es zum Hafen geht, aber hier gibt es überall Wege, die man lang geht. Oh, besuchen Sie Europas Zauberladen. Kann man da hoch? Gibt es da irgendwas? Nö. Also man kann da hoch, aber es gibt da nichts. Dann suchen wir doch mal den Hafen. Wenn ich wüsste... Warte mal, ich bin von hier gekommen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Oder bin ich von da gekommen? Keine Ahnung, ich gehe einfach mal... Warte mal, ich kann das doch irgendwo ran festmachen. Ich bin, glaube ich, tatsächlich von... Nee, ich kann es nirgendwo... Ich gehe einfach hier lang. Jetzt, wo ich dann... Nein, ich gehe... Naja, okay, nein, da kann ich eh nichts machen wahrscheinlich. Ich bin nicht so die entscheidungsfreudigste Person, um das mal so zu sagen. Gut, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ach, guck mal, wie ich instinktiv richtig laufe. Hoppala. Kann ich mal kurz husten, oder dass mich jemand sieht? Ach, ist es nicht hübsch. Da ist ein Graffiti an der Wand. Ein Graffiti. Jetzt sieht man es nicht mehr. Und da stehen ganz lustige Leute auf dem Steg. Haben wir uns jetzt genug umgeguckt? Ich finde diese Musik immer noch so schön. Das ist echt toll. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht hier jeden NPC angucken. Hallo, wer bist du denn? Du siehst ja cool aus. Der Kapitän. Er sieht ein bisschen zu entspannt aus. Wo er doch sieht, dass es noch so viele Vorräte gibt, die verladen werden müssen. Erzählt er mir was? Wie geht's denn so? Die meisten Sachen sind an Bord. Es fehlen noch ein paar Kisten Getreide und Gemüse, eine Lieferung Tränke und ein paar andere Kleinigkeiten. Gut. Warte nicht mehr zu lange. Der Papierkram ist von den Azadi fast erledigt. Diese Schwachköpfe. Wenn sie nur wüssten, was... Psst. Nicht hier. Ich glaube, du forderst das Schicksal besser nicht heraus. Ha! Ich dachte, du glaubst nicht an diesen spirituellen Quatschraven. Schicksal! Ha! Wir machen uns unser eigenes Schicksal. Richtig so. Noch. Aber es ist immer besser, auf der sicheren Seite zu sein. Du siehst also keine Probleme auf uns zukommen? Alles ist in Ordnung. Das Schiff wird zu den Inseln fahren, dank all der hervorragend gemachten und abgestempelten Dokumente. Ich werde erst wieder ruhig schlafen, wenn du einen sicheren Hafen erreicht hast. Keine Sorge. Du wirst früh genug zur Ruhe kommen. So, so. Na gut. Der hat voll den coolen Arm. Das ist echt... Das ist
cool. Ich kann ihn nicht anders sagen. Aber ich jetzt, ja genau, hey, auf die Sekunde genau fällt es mir ein, dass die Folge vorbei ist. Tada! Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es, glaube ich, nur sehr viel Gelaber war. Aber das ist ein guter Kontrast gewesen zu dem ganzen Stress, den ich die Parts davor hatte, wo es die ganze Zeit irgendwelches Gestelze und so viel Input und Sachen, die ich machen muss. Egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein bisschen Feedback da, ein bisschen grüne Daumenliebe. Und lasst die auch anderen Let's Playern da. Ich sage das nicht nur, weil ich grüne Daumen haben will, sondern weil es diese Funktion gibt. Und ihr solltet sie benutzen, weil ihr so die Leute supporten könnt. Ne? Und das... Keine Ahnung, also ich mache das gerne, wenn ich jemanden gut finde, dann möchte ich, dass der, ne, dass er weiß, dass er gut ist. Deswegen immer schön die grüne Daumenliebe in die Welt hinaus schreien. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder bei Dreamfall The Longest Journey. Bis dahin, wir singen!